Hey, wo bist du zu einer weiteren Folge von DS4? Ja, wir sind heute im zweiten Durchgang angelangt. Das ist die Ausgangsposition vor dem zweiten Durchgang. Und wir starten mit Ryoyo Kobayashi, der sich hier noch ganz knapp qualifiziert hat. Schon wie in der Qualifikation. Und ja, er macht zumindest einen Weltcup-Punkt. Kann nicht schaden. Und er dürfte sich ein bisschen verbessern. Ja, so ist es auch. Auf 137 Meter wird wahrscheinlich da um die Position bleiben. Weiter geht's mit Andreas Wank. Also durchaus möglich, dass er noch mehr Punkte macht, denn die Schanze ist sehr fehleranfällig, wie schon gesagt. Andreas Wank, guter Sprung, wahrscheinlich nicht so die guten Noten, aber 141 Meter. Ist auf jeden Fall definitiv mal vor Ryoyo Kobayashi. Kamil Stoch jetzt. Hat gute Bedingungen gerade, kann er die ausnutzen? Ja, ein bisschen schief dann doch rausgekommen. Ja, wird ein bisschen wird zurückfallen. Auf Rang 3, genau so ist es. Clemens Muranka jetzt. Kann der draus was machen? Auch er wird zurückfallen. Nur wie weit? Weiter als Stoch? Ja. Rang 4 nur und vorletzter. Weiter geht's mit Clemens Aigner. Der schaut gut aus. War auf jeden Fall sehr smooth raus und der geht auch über die Hillsize. 142 Meter, Rang 1, schöner Sprung. Jakob Mete, da wird er ein paar Plätze gut machen, der Clemens Aigner. Mal schauen, was Jakob jetzt macht. Auf seiner Heimschanze, All Out. Ja, wird knapp dahinter bleiben, 141,5 ist es genauso, wie ich gesagt habe, 0,5 Punkte hinter Clemens Aigner. Alex Insamertz, der hat sich qualifiziert. Und damit erst den kleinen, aber doch dagewesenen Fluchtitaliener gebrochen. Und hier steigert er sich sogar nochmal auf 143 Meter. Und damit geht er sogar in Führung und wird definitiv noch ein paar Positionen gut machen. Arti Aigroens. Für die Esten hat sich hier qualifiziert. Im Gegensatz zum RL. Hat sich ja nicht qualifiziert. 137 hier, Rang 5, immerhin ein paar Pünktchen. Noriaki Kasai. Mal schauen, was er schaffen kann. Das sah auf jeden Fall gut aus. Ja, der war auch gut. Wie weit war der? 144,5 Meter. Gute Noten und das ist definitiv mal eine Führung, die man eventuell nicht mehr so schnell einholen kann. Wir werden sehen. Weiter geht's mit David Siegel. Auch er ist gut rausgekommen. Er sinkt hier ein bisschen ab unten und das war irgendwas noch hier zum Schluss. Kurz ein bisschen zu tief fast reingesetzt. Aber Rang 6 immerhin. Andreas Alamomo war, wie gesagt, letztens gut in Qualifikation und ersten Durchgang, aber hat es im zweiten Durchgang versemmelt. Heute scheint es nicht so, dass es im zweiten Durchgang versemmelt und macht heute solide Punkte. Denn dieser Sprung war auch sehr gut. 143 Meter. Ist Ex-Equo mit Alex Insam auf Rang 2 jetzt. Alexei Romaschow für die Russen jetzt dran. Gerade ein bisschen schwierigere Bedingungen, die er hat. Ja, man hat es gemerkt. 135 Meter, Rang 9, immerhin Punkte, wie gesagt. Roman Kudelka jetzt für die Tschechen. Wir sind schon bei Nummer 18 aus Durchgang 1. Ja, fährt auch zurück, aber dann hat er sich doch ein bisschen erholt während des Fluges. Rang 7. Ist zumindest das Beste, was er in diesem Fall noch rausholen konnte. David Kubacki. Hat im ersten Springen keine Punkte gemacht, aber heute schaut es gut aus, dass er gute Punkte auch macht. Ja, springt an die Hillsize. 141,5 Meter. Das ist im Moment Rang 4 dadurch. Und die ersten drei scheinen im Moment ziemlich unantastbar. Andreas Kofferz. Er kann da auch nicht viel aufholen. Er verliert auch am Boden. 135 Meter, Rang 11. Und damit geht's weiter mit Andreas Stjernen, der hier die zweite Hälfte des Feldes anführt von der Rückseite. Er war auf Rang 15. Hier kommt er auf, naja, eher mäßige 135 Meter und fällt auch hier zurück. Daiki Ito jetzt. Wie gesagt, die Führenden sind ziemlich unantastbar im Moment, so wie es scheint.
Mal schauen, was Seki Ito macht. Naja, der war gut, aber für die Führung wird es nicht reichen. Auch für einen Top-3-Platz nicht. 140 Meter ist in meinem Rang 3. Markus Eisenbichler jetzt. Die ersten drei ziemlich gut unterwegs gerade. Ein bisschen spät, aber mal schauen, wo es ihm noch hinführt. Es war nur ein Ticken zu spät. Daher wäre mehr drin gewesen, hätte er den Absprung super erwischt. Aber immerhin noch Rang 6 mit Clemens Aigner. Lukas Schlawer jetzt war auf Rang 12. Wir nähern uns dem Top 10. Der geht ordentlich. Schöner Sprung. Ein bisschen abgefallen zum Schluss, aber 144 Meter. Das reicht erneut für die Führung und das ist mal ein guter Angriff auf eventuell ein Podium heute. Das kann ich schon mal sagen, denn das, da waren die vorne ziemlich knapp beieinander. William Rhodes jetzt. Ja, ein bisschen, naja, spät dran gewesen. Dadurch fällt er auf Rang 10 vorerst mal zurück. Apropos Top 10, wir sind jetzt in den Top 10 angelangt und die eröffnet Jaka Waller. Bisschen steil, aber er nimmt noch Höhe mit und er geht fast an die Hillsize. 141 Meter ist immerhin Rang 3 Moment. Weiter geht's mit dem 9. Platzierten des ersten Durchgangs, Martin Nomme. War schon letztes Jahr gern gesehen in den Top 10. Was macht er hier? Hier fällt er auf jeden Fall definitiv mal weiter zurück. Rang 19 nur mit 133,5 Meter. Also nur vor Rio Kobashi, Stoch und Muranka. Ja, weiter geht's mit Marat Schaparov, der sich einen 7. Platz mit jemandem geteilt hat. Der müsste dann als nächstes drankommen. Aber hier verpasst er den Absprung und fällt auch weit zurück. Auf Rang 19 nämlich. Weiter geht's mit Manuel Fettner. Der war eben auch auf Rang 7. Doch da war auch um die 142 Meter jetzt. Um in Führung zu gehen natürlich. Die Hillsize oder weiter. Er fällt wahrscheinlich damit zurück. Auf Rang 12 sogar. Ja, man sieht, wie stark dann doch hier die Springer waren. Auch im zweiten Durchgang. Und die ersten drei, die scheinen gut unterwegs zu sein, eventuell vielleicht was hinzubekommen. Kilian Payer jetzt. Eventuell heute den Podest abzustauben. Kilian Payer war hier auch zu spät. Aber er rettet noch 137 Meter, ist aber trotzdem auch Rang 12. Junichiro Kobayashi jetzt. Er war auf Rang 5 nach dem ersten Durchgang. Was kann er draus machen jetzt? Auf jeden Fall war der besser. Kam dann die 140 zumindest ran, 139,5 und ist damit Sechster. Lukas Schlawer schnuppert schon langsam an einem Podest oder vielleicht sogar mehr. Gregor Schlierenzer jetzt. Ja, kommt auch nicht hundertprozentig weit runter, aber Rang 12 immerhin noch. Kenneth Ganges jetzt, der war Dritter eben und viele sind nicht mehr oben. Wer kann die Führenden hier noch aufhalten? Auf jeden Fall auch nicht Ganges. Mit 137 Meter nur, aber er landet immerhin noch auf Rang 6. Anders Fannemel jetzt. War auf Rang 2, 145 Meter im ersten Durchgang. Der schaut gut aus. Der könnte eventuell mit Lava aufnehmen. Ah, es wird knapp, das wird knapp, aber es geht sich aus. 0,1 Punkt vor Lukas Schlawer mit 139 Metern. Unglaublich, damit stößt der Jaka Waller vom Podest. Mal schauen, ob Wojtek Sturza hier noch was machen kann, der fast hier nicht dabei gewesen wäre. Der hier den ersten doch angeführt hat. Kann er hier was reißen noch oder gewinnt hier Anders Fannemel, es gewinnt normalerweise Anders Fannemel und Wojtek Sturza wird trotz überragenden Noten nur Dritter. Und da hat nicht viel gefehlt, da hat echt nicht viel gefehlt, aber 136,5 Meter ist halt einfach zu kurz, wenn man heute am Podest stehen möchte. Und naja, knappes Springen, gute Verbesserungen, aber keine zwei guten Sprünge eigentlich. Oder keine zwei überragenden, sag ich jetzt mal. Hier an dieser Stelle. Trotzdem, gutes Springen. Anders Fannemel gewinnt vor Lukas Schlawer und Noriaki Kasai, die jetzt wahrscheinlich beide Erster und Zweiter in der
Rangliste sein werden. Naja, wird auf jeden Fall spannend bleiben. Und wir schauen uns jetzt mal die Tabelle an. So, hier sind wir nochmal die Besten des heutigen Springens. Angefangen mit Noriaki Kasai, der sich von Rang 22 auf Rang 3 verbessert hat. Mit seinem Sprung auf 144,5 Meter. Danach haben wir Lukas Schlawa, der sich immerhin von Rang 12 auf Rang 2 verbessert hat. Mit seinem Sprung auf 144 Meter. Und dann haben wir hier noch von Rang 2 auf Rang 1 geklettert, Anders van der Meel, der sich noch quasi retten konnte mit seinen 139 Metern und den Sieg über die Ziellinie bringen konnte. Der Weltcup-Zwischenstand, genauso wie es ist. Anders van der Meel führt jetzt von Noriaki Kasai und Wlamir Zugrowski. Vierter sind Schlierenzer, fünfter sind Waller und Lukas Schlawa und Robert Kranitsch. Siebter Ganges, achter Waller, neunter Stursa. Und 10. aller Momo. Gut, das war hier jetzt das Springen. Da sind noch viele, die noch keinen Punkt gemacht haben. Wir sehen uns dann in der nächsten Station, nächste Woche. Und bis dahin springt schon brav weiter.